Vielen Dank, Marlene. Vielen Dank an Atak Linz, denen wir heute diesen Vortrag überhaupt verdanken. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Christian Heim und es freut mich, Sie heute so zahlreich hier im Wissensturm der Stadt Linz begrüßen zu dürfen. Als ich heute in der Früh das Radio aufdrehte, hörten sich die Nachrichten ähnlich an wie gestern in der Früh. Staatspleite, Regierungspleite, Rettungsschirm, Krisentreffen, Einsparungen, Überschuldung und so weiter. Es scheint, als ob unser neoliberales Wirtschaftssystem in großen Schwierigkeiten ist. Doch wo genau liegt das Problem? Liegt es an der Deregulierung der Finanzmärkte? Bedarf es hier vielleicht mehr Aufsicht und einer Eindämmung des Hochfrequenzhandels? Oder liegt es am fahrlässigen Umgang mit den Risiken des Kredits- und Investmentbanking? Brauchen wir hier vielleicht mehr Transparenz, mehr Verbote und Vorgaben? Oder ist es vielleicht doch die zu geringe Eigenkapitalquote der Banken? Kann es aber auch sein, dass unsere Politiker sich derzeit zu sehr mit Symptomen beschäftigen, als sich der eigentlichen Ursache für diese geschichtlich betrachtet immer wiederkehrende Finanz- und Wirtschaftskrise zuzuwenden? Vielleicht hilft uns Henry Ford, Gründer der Ford Motor Company, weiter, von dem folgendes Zitat stammt. Eigentlich ist es gut, dass die Menschen der Nation unser Banken- und Geldsystem nicht verstehen. Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, auch wir von Atak Linz glauben, dass unsere bestehende Geldordnung, hauptverantwortlich für Casinokapitalismus, ausufernde Staatsschulden und Verarmung weiter Teile der Bevölkerung ist. Jemand, der sich nun schon seit Jahren mit den Problemen unseres Banken- und Geldsystems beschäftigt und zu der gleichen Erkenntnis gekommen ist, ist heute zu Gast bei uns. Professor Dr. Josef Huber, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Umweltsoziologie an der Martin-Luther-Universität in Halle, wird uns heute Abend nicht nur die Probleme rund um unser Geldsystem erläutern, sondern auch eine mögliche Lösung unterbreiten, die monetative. Zum inhaltlichen und zeitlichen Ablauf des Vortrages sieht es so aus, dass es zwei Teile geben wird. Der erste Teil handelt von der Funktionsweise und Probleme des bestehenden Giralgeldregimes, wird dauern 45 Minuten mit einer anschließenden Diskussion von 25 Minuten. Im zweiten Teil wird die Vollgeldreform und ihre Auswirkungen vorgestellt, wieder mit einer anschließenden Diskussion von 25 Minuten. Begrüßen Sie mit mir nun Professor Dr. Josef Huber. Schön. So, haben Sie vielen Dank für die freundlichen Einleitungen und ich freue mich über Ihr Interesse an dem Thema und beginne nun ohne weitere Vorrede meinen Vortrag. Zunächst zu der Funktionsweise des heutigen Geldsystems, das wir haben. Was Sie hier sehen, ist eine Aufnahme der Stadt Frankfurt. Und Sie sehen hier im Vordergrund rechts den Neubau der Europäischen Zentralbank. Sie sehen im Hintergrund links das Bankenviertel in Frankfurt, die Türme der Banken. Und Sie sehen drumherum die Stadt mit uns allen. Und so haben Sie hier eine schöne Bebilderung der drei Akteursgruppen, die in unserem Geldsystem, die das Geldsystem ausmachen, nämlich die Zentralbank, die Banken und wir, das Publikum, bestehend, oder die Nichtbanken, wie man es auch in der Fachsprache heißt, bestehend aus privaten Haushalten, Firmen und kooperativen Haushalten und öffentlichen Haushalten. Das Bild ist übrigens noch eine Fotomontage, im Moment sieht es da mehr so aus. Die Sache ist also irgendwie noch im wahrsten Sinne des Wortes im Entstehen. Man weiß nicht so genau, mich erinnert die Fotografie hier etwas an die Gemälde vom Turmbau zu Babel. Aber ich will nicht den Teufel an die Wand malen und ist auch nicht unser Thema heute Abend. Man sagt, zwischen diesen drei Akteursgruppen ist also das ein zweistufiges System. Die erste Stufe,
die eigentlich die zweite ist, aber man sagt, die erste ist die zwischen Zentralbank und Banken. Und die zweite Stufe ist die Beziehung zwischen den Banken und uns, dem Publikum. Und das ist etwas, was ich von vornherein gleich sagen möchte. Diese beiden Beziehungen, Zentralbank und Banken einerseits und Banken und Publikum andererseits, damit konstituieren sich zwei verschiedene Geldkreisläufe, zwei getrennte Geldkreisläufe, nämlich ein Geldkreislauf zwischen den Banken, der sogenannte Interbankenkreislauf, der findet statt mit sogenannten Reserven. Das ist der Ausdruck, den man benutzt, um Guthaben von Banken bei der Zentralbank zu bezeichnen. Also Geldguthaben auf dem Konto der Banken bei der Zentralbank heißen Reserven. Nicht? Ein Interbankenkreislauf mit Reserven. Und der andere Kreislauf, getrennt davon, ist der Publikumskreislauf mit Chiralgeld. Chiralgeld sind die Guthaben, unsere Guthaben auf den laufenden Girokonten, daher auch die Bezeichnung Chiralgeld. Diese beiden Kreisläufe hängen miteinander in gewisser Weise zusammen, aber sie vermischen sich niemals. Sie bekommen niemals Reserven auf ihr Konto. Das gibt es nicht, ist völlig ausgeschlossen. Und umgekehrt ist es völlig ausgeschlossen, dass einer Bank durch den Wegfluss und Zufluss von Chiralgeld liquide Mittel zukommen. Also im Sinne der Reserven. Aus dem Chiralgeldkreislauf kann eine Bank niemals Reserven beziehen. Aus dem Chiralgeldkreislauf. Nur aus dem Interbankenkreislauf, der in gewisser Weise daran gekoppelt ist. Ich werde darauf zurückkommen. So, die Sache beginnt damit eigentlich mit dem sogenannten zweiten, das ist eigentlich der erste Kreislauf heute. Und es beginnt, das Geld kommt dadurch in die Welt sozusagen. Nein, ich muss noch ein bisschen mehr ausholen, ich habe ja heute auch ein bisschen mehr Zeit. Also erstens, die meisten Menschen haben gar keine genaue Vorstellung, woher das Geld kommt. Diejenigen, die sich eine Vorstellung gemacht haben, denken in der Regel so, das Geld kommt von der Zentralbank zu den Banken und die Banken geben es an uns weiter. Nicht? Deswegen regen sich die Leute auch immer sehr auf, wenn die Zentralbank die Zinsen senkt oder erhöht, dass die Banken das nicht in gleichem Maße dann weitergeben. Der weitere Gedanke ist dann der, also das Geld, das von der Zentralbank zu den Banken zu uns geflossen ist, auf dem Wege der Kreditvergabe, das zirkuliert dann im Publikum, ein Teil davon wird zurückgelegt, landet auf Bankkonten und die Banken arbeiten damit und machen daraus wieder neue Kredite bzw. Darlehen, sodass also Ersparnisse ist dann die Grundlage für eben neue Kreditvergaben bei den Banken bzw. auch eben die Grundlage für Investitionen. Und das ist salopp gesagt, das, sagen wir mal, Sparschweinmodell der Finanzwirtschaft. Und das ist falsch. Das Geldsystem funktioniert anders. Es ist genau umgekehrt. Es ist nicht so, dass aus Depositen Darlehen entstehen, sondern es ist umgekehrt. Aus Krediten entstehen Depositen. Und es geht einfach dadurch, dass im ersten Schritt die Banken Geld schöpfen, nämlich Chiralgeld, indem sie es uns auf dem Konto gut schreiben. Nicht? Also nehmen Sie an, Sie sind Kunde bei einer Bank, Sie haben, sagen wir mal, einen Dispo-Kredit von 10.000 oder 20.000 Euro bei Ihrer Bank und Sie machen davon Gebrauch, indem Sie den Dispo-Kredit 10.000 Euro beanspruchen. Hat die Bank Ihnen eingeräumt. Damit schöpfen Sie Geld. Nicht? So sehen Sie, also die Bank hat sich sozusagen im Untervertrag zu Mitgeldschöpfern gemacht. Nicht? Und der Vorgang ist einfach der, es ist ein Schreibvorgang. Nicht? Also früher hat man gesagt, das Geld wird gedruckt. Beim Gelddrucken denkt man an Banknoten. Heute wird Geld geschaffen, indem man praktisch in den Computer etwas hineintippt. Das ist ein Schreibvorgang. Ja? Es wird ein Kredit von 10.000 Euro als Kreditforderung der Bank gutgeschrieben, also als Rückzahlung und Verzinsung an den Kunden. Und als Passivum wird eingetragen, dass die Bank die Verbindlichkeit hat, ihnen dieses Geld auch auszuzahlen.
Und bei Ihrem Konto als Kunde, Sie haben aus diesem Darlehen ein verfügbares Giroguthaben und eine Schuld gegenüber der Bank, die auch zu verzinsen ist. Wir benutzen diese 10.000 Euro wie Geld. Ich sage jetzt bewusst wie Geld, weil genau genommen im Sinne der hergebrachten Finanzwissenschaft ist das Chiralgeld der Banken zwar Geld in dem Sinne, dass es ein allgemeines Zahlungsmittel ist, wir es so benutzen im bargeldlosen Zahlungsverkehr, es ist heute das überhaupt vorherrschende Zahlungsmittel, nämlich je nach Land zu 80-97% des gesamten zirkulierenden Geldes ist Chiralgeld. Aber die Finanzwissenschaft nennt das immer noch, wie ich meine, zu Recht, ein Geldsurrogat. Es ist nicht wirklich Geld, sondern es ist ein Geldersatz, den wir wie Geld benutzen. Das eigentliche oder ursprüngliche Geld war das Bargeld, einmal in Form der Münzen, die von der Regierung kommen, und zum Zweiten in Form der Banknoten, auf die seit über 100 Jahren die nationalen Notenbanken ein Banknotenmonopol haben. Das, so denkt man, sei das eigentliche Geld, aber das ist heute nicht mehr das eigentliche Geld, es ist auch nicht mal das Geld an erster Stelle, sondern es ist nur mehr eine Wechselmenge, die aus den Unbar, wie man sagt, also im bargeldlosen Zahlungsverkehr, aus den unbaren Geld- oder Quasi-Geldguthaben wechselt man Bargeld aus und wieder ein. Der ursprüngliche Geldschöpfungsvorgang ist also unbar. Hier haben Sie nochmal die beiden Publikumskreisläufe. Und jetzt möchte ich gleich auf etwas zu sprechen kommen, was manchen unglaublich erscheint. Um das zu tun, was ich eben ausgeführt habe, benötigen die Banken, also die Banken können das nach relativem Belieben machen, aber sie benötigen immer noch ein gewisses Minimum an staatlichem Geld in Form von Bargeld und Zentralbankreserven. Aber sehr wenig, nämlich um 100 Einheiten auf ein Girokonto zu schreiben und damit dieses Geld zu schöpfen, per Bankenkredit, benötigen die Banken tatsächlich nicht mehr als 2,5 Euro heute in der Eurozone. Das ist ein Durchschnittswert. Große Banken benötigen noch weniger, kleine Banken benötigen deutlich mehr. Und diese 2,5 Euro auf 100 Einheiten Giralgeld setzen sich zusammen aus 1,40 Euro Bargeld, 10 Cent Überschussreserve, liquide Zahlungsreserve der Banken bei der Zentralbank, mehr nicht, und 1% Mindestreserve, das ist eine obligatorische Einlage, die die Banken bei der Zentralbank halten müssen, weil die Zentralbank aufgrund überkommener Lehren glaubt, sie könne damit die Chiralgeldschöpfung der Banken beeinflussen. Ich halte das inzwischen für eine irre Lehre, aber sie existiert fort. Und dieses Geld hat keinerlei Nutzen, das liegt tot herum, es ist für die Banken lästig und hat eigentlich keinen Zweck. Ihre Geldschöpfung wird es letztlich nicht beeinträchtigen. So, jetzt, wie ist das möglich? Warum können Banken 100 Euro einem schöpfen, ins Konto schreiben und dafür nur 2,5 Euro in Form von Bargeld und Zentralbankguthaben benötigen? Und das erklärt sich folgendermaßen, dass wenn Sie untereinander was zu überweisen haben, Gutschriften, Lastschriften von Ihren Konten, Sie können nicht direkt von Ihrem Konto zu Ihrem Konto etwas überweisen. Das geht nicht. Sondern unser Konto ist Teil der Bankbilanz. Es ist zwar unser Konto, die Bank kann nichts machen ohne meine Einwilligung mit meinem Girokonto. Ich bin derjenige, der die Überweisung veranlasst. Und trotzdem gehört das Konto auch der Bank. Es ist Teil der Bankbilanz. Die Bank hat das auch zu verantworten. Nicht? So. Beziehungsweise, wenn die Bank schlecht wirtschaftet, ist mein Geld weg bei der Bank. Nicht? So. Es ist nicht getrennt davon, sondern unsere Konten sind Teil der Bank, Teil der Bankbilanz. Und wenn Sie zu Ihnen hin eine Überweisung vornehmen, dann wird das vermittelt über die Bank. Nicht? So. Und das geht folgendermaßen. Also Sie sehen hier blau und grün, nicht? Das ist, was ich vorhin sagte. Blau ist der Interbankenkreislauf.
mit Zentralbankgeld und das Grüne ist der Publikumskreislauf mit Chiralgeld, der aber über die Banken vermittelt ist. So, nun nehmen wir hier ein Exempel. Sie haben zwei Banken X und Y, die haben eine Reihe von Kunden und diese Kunden nehmen fortwährend, finden Zahlungsvorgänge statt. Einfach weil überwiesen wird, nicht? Jemand hat was eingekauft, muss es bezahlen, Raten müssen bezahlt werden, Miete muss bezahlt werden und so weiter und so fort. Jemand hat einen Kredit genommen, der Kredit muss ausbezahlt werden. Die Banken oder sonst jemand kauft Wertpapiere, die Wertpapiere müssen bezahlt werden. Die Banken haben Handwerker bestellt, die Handwerker müssen bezahlt werden, die Banken müssen Personal bezahlen und so weiter und so fort. Alle diese Zahlungsvorgänge fließen, gehen in den Chiralgeldverkehr ein. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob es sich um einen Kredit handelt oder um einen Kauf und einen Verkauf von realwirtschaftlichen Gütern und Diensten. Es geht alles ein in diesen Zahlungsverkehr. Und hier ist das Beispiel, Kunde A überweist an jemanden bei der Bank Y so und so viel 1.000, 20, 30.000. Dann kommt jemand von der anderen Bank, überweist 15.000 zu einem Kunden bei der Bank X. Nicht so. Also Sie verstehen das Prinzip. Dann ist der Tag um. Dann wird der Saldo festgestellt. Und was passiert dann? Also in diesem Rechenbeispiel sind von Bank X zu Kunden, von Kunden der Bank X zu Kunden der Bank Y 90.000 Überweisungen oder Lastschriften haben stattgefunden und in umgekehrter Richtung 85.000. Und das ist eine reine Verrechnung, da ist noch kein Geld geflossen, Geld im eigentlichen Sinn sozusagen. Ja? Ja. Und die Gepflogenheiten weltweit sind die, dass technisch unterschiedlich, aber es wird tagesweise verrechnet. Und am Schluss der täglichen Rechnungsperiode wird der Saldo ermittelt und dieser Saldo ist nun zu begleichen. Und so sehen Sie hier, dass die Bank Y einen Umsatz von 90.000 getätigt hat, die Bank Y einen Umsatz von 85.000. Aber im Settlement, also in der fälligen Zahlung nach der Verrechnung, also wenn das Clearing and Settlement, das Clearing ist die Verrechnung, Settlement ist die Bezahlung dann in Banken, im Interbankenverkehr. Bank Y benötigt, um diesen Umsatz zu tätigen, tatsächlich nur 5.000 Geldeinheiten. Die Bank Y benötigt gar keine. Die kriegt was. Das kann sie dann am Geldmarkt ausleihen. Hat also 85.000 Einheiten Chiralgeld sozusagen ausgezahlt und kriegt trotzdem Geld. So, nicht? Im gesamten Bankensystem muss ich das notwendigerweise ausgleichen. Warum? Weil alle Auszahlungen im System sind Einzahlungen ins System. Nicht? Wird natürlich kompliziert, wenn Sie jetzt noch die Auslandszahlungen und so weiter mit reinnehmen. Aber das ist das Prinzip, warum, wie das funktioniert und warum es möglich ist, dass auf einer geringen Grundlage es den Banken möglich ist, ein Vielfaches davon, ein Multiples, als Chiralgeld zu erzeugen. Und deswegen spricht man hier auch von der multiplen Chiralgeldschöpfung. Nicht? Auf der Basis von nur 5.000 Einheiten an Bargeld und Zentralbankreserven ist es möglich, 100.000 oder mehr Chiralgeld zu erzeugen bzw. auszuzahlen. Umgekehrt formuliert, um nach eigenem Ermessen Kredite zu vergeben, andere Käufe zu tätigen, wie ich vorhin ausführte, benötigen die Banken nur einen Bruchteil, also eine Fraktion ist ein Bruchteil, sie benötigen nur einen Bruchteil dieser in Umlauf gesetzten Chiralgeldeinheiten in Form von Bargeld und unbaren Reserven und daher der Begriff fraktionales Reservebanking. Das ist eigentlich ein fürchterlicher Begriff, den man auch intuitiv nur schwer oder gar nicht versteht, aber er bedeutet eben, das System nennt sich Reservebanking, weil es ist rückgebunden an den Interbankenkreislauf mit Reserven, nicht? Und um den gesamten Publikumskreislauf in Gang zu betätigen, in Gang zu halten, in Gang zu setzen und die Einnahmen daraus zu erzielen, benötigen die Banken nur einen Bruchteil dessen als Zentralbankgeld.
also eine Fraktion dessen, deswegen nennt man das eben fraktionales Reservebanking. Wenn Sie es als Multiplikator ausdrücken, betragen die Giroguthaben heute das 73-fache der Kassenbestände und das 900-fache der liquiden Zahlungsreserven und als Fraktion ausgedrückt eben Bargeld lediglich 1,4 und die liquiden Zahlungsreserven 0,1%, wie ich vorhin schon sagte. Die Banken, insbesondere die sehr großen Banken, haben sehr große Freiheitsgrade, um nicht von Willkür zu sprechen, Chiralgeld zu schöpfen und solche Geschäfte zu tätigen. Aber nicht vollständige Willkür, sondern auch da sind jeweils gewisse Grenzen gesetzt, kurzfristig, langfristig eigentlich keine Grenzen gesetzt, aber kurzfristig immer wieder. Eine Grenze ist, ohne dass ich das jetzt vertiefen kann, das Marktvolumen an und für sich, unsere Bereitschaft zum Beispiel, sich zu verschulden. Also wenn derjenige, der vorhin den Dispo-Kredit von 10.000 aufgenommen hat, wenn der jetzt plötzlich Angst hat um seine Zukunft und kein Geld mehr aufnimmt, dann kann die Bank es nicht einfach da ins Konto schreiben. Das geht nur, wenn der Kunde das will, nicht? So. Das gilt auch für die Verschuldungsbereitschaft anderer Akteure, Firmen, Verschuldungsbereitschaft des Staates, der Banken selbst und so weiter. Dann gibt es noch eine wichtige Sache, das sehen Sie hier unter zweitens. Die Expansion oder Kontraktion dieser Chiralgeldschöpfung oder anders gesagt der Ausweitung der Bankbilanzen oder auch der vorübergehend mal Schrumpfung der Bankbilanzen, das ist nur möglich im ungefähren sektoralen Gleichschritt. Entschuldigung. So, nehmen Sie mal an, Sie haben jetzt also hier nicht nur zwei, sondern noch viel mehr Banken, aber die Bank X hier. Die haben einen besonders, wie soll ich mal sagen, wagemutigen Bankdirektor und der stellt nun also, der finanziert die irrsinnigsten Projekte und wirft mit Krediten nur so um sich und so weiter. Und der hat, sagen wir mal, statt 90.000 hat er plötzlich einen Umsatz von 200.000 am Tag. Aber alle anderen Banken machen das nicht. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis wird sein, dass von Kunden, dass bei dieser Bank, obwohl nur fraktional Reservenbasis vorhanden ist, refinanziert, wie man sagt, doch sehr viel mehr Reserven abfließen von dieser Bank. Die Bank hat die Reserven aber nicht ohne weiteres. Die muss sie sich dann leihen, irgendwoher besorgen. Das heißt, wenn eine einzelne Bank sehr massiv aus der Reihe tanzt und ihre Bankbilanz immens erweitert und extrem viel Chiralgeld schöpft, ohne dass die anderen Banken das nicht auch tun, in etwa im Gleichschritt, dann wird diese eine Bank, die das macht, einen so hohen Reserven- und Bargeldabfluss erleben, dass sie da ihr Geschäft kommt dann durcheinander. Sie hat dann auf einmal zu viele Refinanzierungskosten im Unterschied zu anderen Banken und das rechnet sich nachher nicht. Das heißt, dass es möglich ist, dass man sehr große Chiralgeldmengen erzeugt auf einer sehr kleinen Basis von Bargeld und Reserven. Das ist nur möglich, wenn alle Banken in etwa im Gleichschritt das so machen. Ich sage in etwa, nicht? Also gewisse Salden, die bleiben da immer übrig, das ist nicht weiter tragisch. Aber es darf die einzelne Bank sich nicht zu sehr sozusagen zu schnell zu viel hervortun. Drittens spielt dann, das habe ich schon erwähnt, die Größe der Banken spielt eine Rolle. Denn es ist so, Entschuldigung, so, und muss man da. Da gibt es einen Shortcut, das ist glaube ich F5, gell? Ist das richtig? Ja. Also große Banken, die sehr, sehr viele Kunden haben, viele Filialen an ganz verschiedenen Orten, womöglich auch noch im In- und im Ausland, die sowohl bei Privathaushalten, bei Firmen, in Staatsgeschäften und so weiter tätig sind. Die haben einen, die also an alle diese Zahlungsströme in großem Volumina angeschlossen sind, die haben die größten Freiheitsgrade. Die brauchen noch viel weniger Geld als das, was ich gerade sagte. Während, sagen wir, kleine lokale Banken, Spezialbanken, bei denen können sich diese täglichen Zahlungssalden können sehr hoch ausfallen, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Und die unterliegen also stärkeren Restriktionen. So.
Nun werden Sie, wird vielleicht der eine oder andere von Ihnen sich fragen, naja, was soll's? Wir machen das halt so, solange es funktioniert. Solange ich sozusagen mein Geld oder Quasi-Geld auf dem Konto habe und die Banken funktionieren, was soll's? Das Problem, wie wir alle gerade erleben, ist, es funktioniert eben nicht. Es funktioniert immer nur eine Zeit lang und mündet regelmäßig in mehr oder weniger schwere Krisen. Und zwar aus dem Grund, dass eben dieses Chiralgeldsystem aufgrund seiner Eigenart sich in den zurückliegenden Jahrzehnten, also nicht zum ersten Mal, aber in den zurückliegenden Jahrzehnten ganz besonders, immer mehr einer Kontrolle der Zentralbanken entzogen hat, der entglitten ist. Die Zentralbanken betreiben auch keine Geldmengenpolitik mehr. Sie versuchen über Zinsen das irgendwie zu steuern, funktioniert aber auch nicht. Und die Zentralbanken könnten rein theoretisch sagen, also diese überschießende Chiralgelderzeugung, das ist uns jetzt zu bunt, Geld muss knapp sein, das ist ja die orthodoxe Lehre nicht. Und ihr Banken kriegt jetzt von uns, Zentralbank, ihr kriegt keinen neuen Kredit mehr, es gibt keine zusätzlichen Reserven mehr. Wäre theoretisch möglich, aber sehr theoretisch. Es kommt in Wirklichkeit nie vor, sondern die Realität ist umgekehrt. Die nationalen bzw. die Europäische Zentralbank tun alles, aber auch wirklich alles, damit ihre Banken niemals klamm werden. Und wenn die Banken sagen, hier, wir brauchen mal wieder Refinanzierungswege, ein bisschen mehr Geld, dann kriegen die das immer. Es hat, ist meines Wissens noch nie gegeben, dass eine Zentralbank die Nachfrage der Banken nach frischem Geld, nach Reserven, abschlägig beschieden hätte. Das hat es meines Wissens noch nie gegeben. Ja, also die These ist nun, diese Chiralgeldschöpfung ist überschießend, dadurch entstehen ausufernde Geldmengen, im Übrigen auch ausufernde Geldvermögen, was auf Dauer ein sehr großes Problem ist. Und wir sehen also in dieser überschießenden, auch unkontrollierten, insgesamt unkontrollierten Chiralgelderzeugung durch die Banken die Hauptursache für die in fortlaufender Kette stattfindenden Finanzkrisen. Es gibt eine ganze Reihe von Fehlfunktionen dieses Chiralgeldregimes, dieses fraktionalen Reservebanking. Und es beruht eigentlich immer darauf, dass niemand die Geldmenge unter Kontrolle behält, sondern die Geldmenge wuchert. Nicht? Manchmal, wenn Krise ist, schrumpft sie, also dann wuchert sie weniger stark, aber sie wuchert immer weiter. Und das führt zu all den Problemen, die hier aufgelistet sind, bis dahin, dass unser Geld verschwinden kann. Es ist kein sicheres Geld mit einer positiven Existenz. Nicht? Wenn Sie einen Geldschein in der Tasche haben oder eine Münze im Sack haben, da kann Krise sein, so viel will. Solange die Münze in Ihrem Sack ist, verschwindet die nicht. Aber wenn wir Bankenkrise haben und eine Bank meldet Bankrott an, dann ist die Gutschrift auf unserem Konto nicht mehr da. Sie ist weg. Ja. Die Regierung sagt zwar, sie garantiert das, beziehungsweise die Banken haben einen Einlagensicherungsfonds, aber ich glaube, der ist jetzt schon aufgebraucht. Es wird geheim gehalten, wie viel da noch drin ist. Wahrscheinlich nichts mehr. Das wurde alles im Jahr 2008 schon ausgegeben. Also bei einer echten Bankenkrise ist es illusorisch, dass irgendwer da noch das Geld irgendwie am Markt aufnehmen könnte. Das ist Quark, nicht? Also bei einer Bankenkrise ist das Geld weg, fertig. So. Verschiedene Forschungsgruppen haben also auch recherchiert in der jüngsten Geschichte von 1970 bis 2007. Es hat insgesamt 425 systemische Finanzkrisen gegeben, Bankenkrisen, Währungszusammenbrüche und auch Staatsschuldenkrisen. Und es ist immer dasselbe Spiel. Das sind immer Überinvestitions- und Überschuldungskrisen, die auf einer ausufernden Bilanzenerweiterung der Banken, sprich einer ausufernden Chiralgeldschöpfung beruhen. Ich zeige es Ihnen hier an einem Beispiel. Das ist ein Indikator, der misst das Verhältnis der umlaufenden Geldmenge im Publikum im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, also zur Wirtschaftsleistung, wie sie offiziell gemessen wird. Und Sie sehen, dass das ungefähr bis in die 70er Jahre gab es da so eine Seitwärtsoszillation. Also das heißt, die Geldmengen und
die Wirtschaftsleistung haben sich in etwa Hand in Hand entwickelt. So. Und plötzlich hat sich die Geldschöpfung von der Wirtschaft entfernt. Also das ist eine Proportion, nicht? So. Und das habe ich Ihnen schon gesagt, ich kann Ihnen das leider nur für Deutschland sagen, ich konnte das auf die Schnelle nicht nachrecherchieren, in dem Zeitraum von 92 bis Einbruch der Krise ist es so, dass zum Beispiel in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt ist um 51% gewachsen, das Nominale, wie man sagt. Nominal ist eigentlich eine Umschreibung dafür, man müsste sagen, das Inflationäre. Das ist die Messung der Wirtschaftsleistung, die die Preissteigerung beinhaltet. Das ist also reales Wachstum plus Inflation. Und wenn Sie das rausrechnen, war das reale Wachstum nur 23%. Und wir haben immer ein bisschen überschießende Geldschöpfung. Dann haben wir also praktisch die Hälfte war Inflation, die Hälfte war reales Wachstum. Die Geldmenge aber M1, ja, die im Publikum zirkulierende Geldmenge, die ist um 190% gestiegen. Warum? Wofür hat man das Geld gebraucht? Die Inflation ist schon im nominalen Bruttoinlandsprodukt enthalten. Nicht? So. Und ja, das geht in dem, was hier, nicht? Das mündet einmal in Inflation, es mündet aber auch in das, was die Angelsachsen Asset-Inflation nennen. In der deutschen Finanzwissenschaft, der deutschsprachigen, heißt das Inflation der Kapital, Inflation der Preise für Kapitalanlagegüter. Das ist Asset-Inflation bzw. Asset-Price-Inflation, also sprich Spekulationsblasen, die Erzeugung, die blasenhafte Erzeugung von Wertpapieren, die an Finanzmärkten gehandelt werden, Wertpapiere aller Art und teilweise auch die Inflation der Preise dieser Finanzanlagegüter. Das gilt für alle Länder mehr oder weniger. Hier sehen Sie den sehr robusten Zusammenhang über ein ganzes Jahrhundert zwischen der Geldmenge und der Verbraucherpreisinflation. Das können Sie messen, wie Sie wollen. Das ist sehr methodenrobust. Es kommt immer so ein Bild dabei heraus. Also das ist, ich glaube, dass die Geldmenge ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund für Inflation oder Disinflation, aber sicherlich ein Hauptgrund. Das zurückliegend wichtiger gewesene ist das, was Sie hier sehen, nämlich eben die Explosion der Kapitalanlagen, der Finanzaktiva, der Wertpapiere, rechts in Form der Finanzaktiva, also der Finanzanlagen in Amerika, links die Entwicklung der Geldvermögen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Nicht? Das ist, was Sie vorher bei der Geldmenge gesehen haben, ist hier bei den Finanzaktiva ist dasselbe Bild. Das ist explodiert. Und es gibt im Wesentlichen zwei Kanäle, durch welche die Chiralgeldschöpfung zu einer solchen nicht nur Inflation, sondern auch viel wichtiger heute Asset-Inflation, einer Inflation der eben der Finanzmarktanlagen und deren Preise führt. Das ist zum einen die Ausweitung der Geldmenge zwecks direkter Aufhebelung von spekulativen Finanzmarktanlagen per Chiralgeldkredit von Banken, Stichwort Leverage. Ja, ist auch so ein Wort, klingt irgendwie nicht so, man weiß nicht so genau, was es bedeutet. Nicht? So, und also es bedeutet, wird aufgehebelt. Nicht? Also man sagt hier, da ist eine Bonanza am Laufen, da ist eine Hosse, da gehen wir rein, wir haben nicht genug Geld, dann leihen wir es uns. Und die Banken schöpfen sich gegenseitig dieses Geld. Auch die Banken schöpfen es auch den sonstigen Finanzmarktakteuren. Das ist also die kreditäre Aufhebelung von Finanzmarktanlagen, sei es in Immobilien, sei es in Aktien, Derivaten oder was auch immer, Private Equity. 95% der feindlichen Übernahmen in der globalen Wirtschaft, Unternehmensübernahmen, sind durch Chiralgeldkredit finanziert. 95%. Nicht? Zum anderen aber, das hören manche nicht gerne, aber das gehört zur ganzen Wahrheit dazu, der zweite wesentliche Kanal, über den diese ausufernde Geldschöpfung stattfindet, das ist die Ausweitung der Geldmenge zwecks Finanzierung der Schuldenaufnahme des Staates durch Staatsanleihen und andere öffentliche Schuldverschreibungen. Ja?
Also das geht schon auch über Jahrzehnte, die Kumulation von Staatsschulden. Und dieses Geld, das dreht dann ein paar Schleifen in der Realwirtschaft und landet dann eben auch früher oder später, mündet das auch in Geld- und Kapitalmarktanlagen. Nicht? Also die Banken erzeugen das Geld und das Geld wird für irgendetwas nachher angelegt. Also das wenigste davon geht in die Realwirtschaft oder bleibt in der Realwirtschaft. Die wachsenden Anteile dieses Geldes gehen in Finanzmarktanlagen. Und derjenige, der eine Anlage tätigt, hat einen Vermögenstitel in der Hand. Ich kaufe eine Aktie, da habe ich ein Wertpapier, hoffentlich. Oder ich kaufe Staatsanleihen. So. Aber diesem Aktivum des Vermögens steht eine entsprechende Schuld bei jemandem gegenüber. Und das sehen Sie hier, zum Beispiel der rote Balken. Das ist eben aus den 70er Jahren heraus, sehen Sie, wie die Finanzwirtschaft sich immens verschuldet hat. Also das bezieht sich hier auf Amerika. Und da haben sich auch die privaten Haushalte übermäßig verschuldet. Vor allem aber die Banken. Das ist hier das rotbraune Segment, das Sie hier sehen. Und die andere Gruppe von Akteuren, die sich eben massiv verschuldet haben, das sind alle öffentlichen Haushalte der fortgeschrittenen Industrieländer. Oben sehen Sie das für Österreich, unten sehen Sie das für Deutschland. Das Bild ist immer überall so ähnlich. Das sind also diejenigen, die die Schulden gemacht haben. Und die anderen, das sind die Vermögen haben. Wer ist das? Machen wir mal bei den Staatsschulden, gehen wir mal davon aus. Staatsschulden sind also Anleihevermögen. Und die Staatsschuldenkrise, wenn Sie es so betrachten, ist eben auch nur eine dieser Überinvestment- oder Überschuldungsblasen. Nicht? Es gibt ein Überinvestment in Immobilien, es gibt ein Überinvestment in Aktien. Und hier haben wir ein Überinvestment in Staatsanleihen. Die Banken finanzieren das, sie schöpfen Chiralgeld, damit der Staat also Schulden machen kann. Und sie behalten einen Großteil dieser Wertpapiere im eigenen Portfolio, nämlich 50-60%. Unten, das gilt für ganz Europa, also für die Eurozone, 55% der Staatsschuld befindet sich im Besitz der Banken. In England ist es so, dass ein relativ großer Anteil im Besitz der staatlichen Pensionsfonds ist. Können wir sagen, na gut, dann kriegen sie wenigstens die Rentner. Aber das ist nur ein relativer Sonderfall. Das meiste im Durchschnitt besitzen die Banken. Und der Staat zahlt den Banken die Zinsen. Und nicht Ihnen und mir. Wir haben höchstens 7-14% von dieser ganzen Schuld. So, nicht? Also als private Haushalte, so als Gruppe der privaten Haushalte. Ein weiteres sehr massives Problem, das sich hier aufgebaut hat, das ist Folgendes. Die Einkommen, die Ströme der Einkommen im Publikum, nicht alles unter den Haushalten, privat, kooperativ, öffentlich, alle laufenden Ausgaben müssen aus den laufenden Einkommen bezahlt werden oder alle Ausgaben müssen aus den laufenden Erträgen bezahlt werden. So, Mackenrotsches Theorem. Das gilt für Sozialausgaben, das gilt für alle Ausgaben. Und nun ist Folgendes, wenn Sie also aus den laufenden Erträgen, das heißt aus dem laufenden Wirtschaftsprodukt. Wenn der Anteil der Finanzaktiver in Proportion zur Wirtschaftsleistung immer höher wird, so wie vorhin gezeigt bei den Schaubildern, dann muss natürlich auch die Proportion der Erträge, die als Einkommen in diese Finanzeinkommen fließen, immer größer werden. Das heißt also, dieses sich Abkoppeln der Finanzaktiva, der Aufbau dieser Finanzaktiva in Relation zur Wirtschaftsleistung bedeutet, dass ein immer größerer Teil in Vermögenseinkommen fließt, in Zinseinkünfte, in Kapitaleinkünfte und ein entsprechend geringerer Teil in der Primärverteilung in die Arbeitseinkommen fließt. Hier links im Bild sehen Sie, es ist eine aggregierte Zusammenstellung von allen Industrieländern. Die G10, also die 10 wichtigsten Industrieländer, Sie sehen, das sind konjunkturelle Schwankungen, aber Sie sehen deutlich den Trend. Die Erwerbseinkommensquote sinkt,
und die Kapitaleinkünftequote, die steigt, egal wie Sie es messen. Nicht? Und das hat zur Folge, dass wir deutlich messbar etwa seit 15, 20 Jahren leider wieder tatsächlich trotz Sozialstaat in einer Zeit leben, wo die Reichen automatisch reicher werden. Und solange das System läuft oder am Laufen gehalten wird und die Armen ärmer werden, weil die Proportion, die vorhanden ist für die Arbeitseinkommen, die wird immer geringer. Sind die Arbeitsplätze knapp, muss man ein Arbeitseinkommen knapsen und so weiter und so fort. Habe ich noch etwas Zeit zum Abschluss dieser Analysen? Ich möchte auf die Rolle der Zentralbanken noch zu sprechen kommen. Ich habe das schon an der einen oder anderen Stelle getan. Ich habe gesagt, dass den Zentralbanken de facto die Kontrolle über dieses System entglitten ist. Die Banken selber haben als Bankengruppe auch keine Kontrolle, sondern das ergibt sich einfach. Die Banken machen sozusagen, was ihr Geschäftsplan, sie denken sich einen Geschäftsplan aus und den führen sie aus und dann ergibt sich etwas. Unter Kontrolle hat das niemand. Und man kann Folgendes sagen, also die Banken, seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich alle Banken der fortgeschrittenen Industrieländer finanzieren ihre Staaten. Die Staaten selbst haben es sich gesetzlich verboten, sich selbst Geld zu drucken, wie man sagt, früher sagte, heute auch noch sagen kann. Es ist in der Europäischen Union auch durch den Artikel 123.1 der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, AEUV abgekürzt, der Lissabon-Vertrag, nicht? Es ist verboten, der Zentralbank zur Finanzierung des Staates beizutragen. Die Zentralbank darf heute dem Staat nicht mal mehr Kassenkredit geben, also sprich kleinen Überziehungskredit, um vorübergehende Unebenheiten bei Ein- und Ausgaben. Am ersten sind immer viele Ausgaben fällig und der Steuerfluss hat einen anderen Rhythmus, also die Steuereinnahmen. Braucht der Staat ab und zu einen Überziehungskredit, nannte man Kassenkredit. Ist verboten, gibt es nicht mehr. Nicht mal mehr das. Ja. Warum? Man hat die Banken privilegiert, dieses gesamte Geschäft sozusagen als Privileg. Das ist ein Bankenermächtigungsgesetz in meinen Augen. Und was die Staaten sich selber verboten haben, paradoxerweise oder ironischerweise, das machen die Banken für den Staat umso gedankenloser, umso bedenkenloser und umso auswuchernder, nämlich Geld drucken, bis alles zusammenbricht. Ja? Man sagt, wenn der Staat Geld druckt, um Gottes Willen, da geht die Welt unter, da gibt es Inflation. Ja? Es gibt nie so viel Inflation und so viel Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen und Bankenkrisen und Staatsschuldenkrisen, wie dort, wo die Geldschöpfung praktisch in die Hände der Banken geraten ist, maßgeblich, dann kriegen sie immer Verbraucherpreisinflation, Asset Inflation, Asset Price Inflation und Finanzkrach. So, nicht? Und das ist also schon, das muss man sich überlegen, was hier stattgefunden hat. Hier wurde ein hoheitliches Privileg, nämlich das Geldregal, über das ich im nächsten Teil dann noch sprechen werde, dieses hoheitliche Privileg der Währungshoheit, der Geldschöpfung und der Realisierung des Geldschöpfungsgewinns für die Staatskasse, das hat der Staat den Banken abgetreten. Was würden Sie von einem Staat halten, der sein Gewaltmonopol obskuren Milizen überlässt und sein Steuermonopol privaten Geldeintreiber überantwortet, so wie im Feudalismus, die Hälfte in die eigene Tasche stecken, nicht? Und die andere Hälfte geben sie ab. So. Oder die Gesetzgebung privaten Juristenclubs überlassen. Was würden Sie von so einem Staat halten? So, nicht? Aber das ist sein Geldregal, die hoheitliche Prärogative, eben der Währungs- und Geldhoheit, das wurde sogar per Gesetz den Banken übertragen. Das ist in meinen Augen eine quasi-feudale Privilegierung, die in einem demokratischen Rechtsstaat eigentlich nichts zu suchen hat. Nicht? Das Ergebnis ist, dass die Zentralbank heute nicht mehr Bank des Staates ist, gar nicht mehr sein darf, sondern ist nur noch Bank der Banken.
Sie ist nur noch dazu da, die Banken zu bedienen, was sie auch macht. Gerade jetzt sehr massiv mitten in der Krise. Nicht? Die Zentralbank selber aber ist dabei nicht mehr die eigentliche Quelle des Geldes, sondern sie ist nur noch die zweite Instanz. Die Initiative des Handelns liegt bei den Banken und die Zentralbank reagiert darauf. Ja? Und sie vollzieht praktisch reaktiv, refinanzierend das, was die Banken vorgeben. Und die Banken haben dann also wieder im sektoralen Gleichschritt ihre Bilanzen wiederum um etliche Milliarden ausgedehnt. Dann brauchen sie wieder ein paar Millionen Reserven als Refinanzierung bei der Zentralbank und die kriegen sie dann auch. Immer re, nicht? So, im Nachvollzug. So, aber vorgegeben wird alles von den Banken, nicht? Und die allgemeine Rechtfertigung, das habe ich eben schon ausgeführt, wird eben gesagt, ja, das ist richtig so. Also die Bankinglehre, die vorherrschende Bankinglehre, sagt, ja, das ist gut und richtig so, weil die Banken wissen, wie es geht. Und die Märkte richten das schon, nicht? Die Finanzmärkte sind ein selbstorganisierendes System und so weiter und so fort. Und das ist eine, für meine Begriffe, also das gibt es seit 200-300 Jahren, das ist ein sich fortsetzender sowohl wissenschaftsakademischer Streit als auch natürlich ein Politikkontroverse. Und zuletzt wurde das gerechtfertigt durch die sogenannte Efficient Market Hypothesis. Also das heißt, wie schon vor 300 Jahren, die Banken wissen, wie es geht und die Finanzmärkte sind effizient, die kommen zu einem Gleichgewicht. Die Wahrheit ist eben, die eingangs gezeigten 400 so und so viel schweren Systemkrisen nur in den letzten 40 Jahren. Und warum kommen die Märkte nicht ins Gleichgewicht? Das ist sehr einfach. Wenn Sie hier eine Akteursgruppe haben, die sozusagen auf Tastendruck ungefähr so viel Geld erzeugen kann, wie sie will, wie soll dann ein Markt ins Gleichgewicht kommen? Das, was angeblich knapp sein soll, das Geld, das wird gedruckt wie Heu. Ja, so. Wo soll da ein Marktgleichgewicht herkommen? Da kann kein Marktgleichgewicht entstehen, wenn der Knappheitsfaktor fehlt an den Finanzmärkten. Und wenn irgendwo was am Laufen ist, dann können die, Stichwort Leverage, dann wird noch praktisch Kohle ins Feuer geschüttet. Kohle im wahrsten Sinn des Wortes. Nicht? So, das war, was ich im ersten Teil vortragen wollte zur Analyse des bestehenden Systems und seiner Krisen. Ja, wir haben jetzt 25 Minuten Zeit für Fragen. Nun sind Sie dran. Ich würde Sie bitten, die Fragen kurz zu stellen, damit wir möglichst viele Fragen heute behandeln können. Ja, da ist die erste Frage. Hat das Telefon, das Mikrofon kommt noch, Marlene? Wenn Sie von Zentralbanken sprechen, sprechen Sie dann jetzt zum Beispiel von unserer Nationalbank, von der EZB oder von der FED oder wovon sprechen Sie da? Danke. Noch eine Frage zu Zentralbanken? Ja, vielleicht gleich sammeln wir Fragen. Ja, zu Zentralbanken. Gibt es noch? Nee. Ja, ich spreche von all diesen Banken. Maßgeblich die Federal Reserve der Vereinigten Staaten, die Europäische Zentralbank und die ihr 17 angeschlossenen nationalen Zentralbanken, darunter die Österreichische Nationalbank und die Bank von England und die Bank von Japan. Das sind in den Krisenländern die maßgeblichen. Nicht? Die meine ich damit, die verfahren alle gleich. Mhm. Nächste Frage, der Herr da vorne. Ich habe mal einen Banker gefragt, wie das funktionieren kann, eben auch behauptet, das wäre so inflationär. Und da hat er gesagt, die Banken hätten das Kreditwissen, die würden die Kreditexpertise, so war der Name, und sie würden nur dort Geld hingeben oder nur dann Geld drucken, erschöpfen, wenn wirklich ein realer Wert dem gegenübersteht. Zum Beispiel, ich baue ein Haus, dann sei ja wirklich ein Haus da, oder der Staat baut eine Straße, eine U-Bahn und so weiter. Also ich glaube, Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Ja. Ja, das ist Banking-Ideologie. Die Wahrheit ist eine andere. Also die realen Werte, denken Sie an die Hypotheken, die Hypothekarbriefe. Das war früher eine sogenannte konservative Geldanlage.
im Zuge der amerikanischen Immobilienblase hat man die also in so diese gemischte Good-Bad-Schulden-Sandwiches verpackt und weltweit verkauft. Und das sind die realen Werte, die da dahinter stehen, nicht wahr? Hinzu kommt, glaube ich, auch, ich weiß nicht, also Tatsache ist, dass die Ratings, die ja von den Banken selbst bezahlt werden, erweisen sich oft als fürchterlich falsch. Und gerade diese Wertpapiere, in Anführungsstrichen, also diese wertlosen Papiere, die die Bankenkrise ausgelöst haben im Jahr 2007, die hatten alle ein fantastisches Rating. Aber es war zusammenfantasiert. Das war um einen Faktor 1000, die Risikogewichtung war um einen Faktor 1000 falsch. Nicht? Also die Risikobewertung der Banken, das ist ein detailliertes Geschäft, aber das ist zum Teil Statistik, zum Teil Erfahrungen und zum großen Teil Kaffeesatzleserei. Denn was ich heute als ein wertvolles Aktivum in der Bilanz stehen habe, kann schon morgen nichts mehr wert sein. Und dann will ich es liquidieren, dann kriege ich nichts mehr dafür. Und dann ist meine ganze Bilanz im Eimer. Ja, okay, nächste Frage. Test. Ja. Soweit ich weiß, ist, warum man die Trennung eingeführt hat, von dass die Staaten immer selber Geld schöpfen können, ist, weil einerseits politisch immer die Staatsschulden damit finanziert worden sind, also dass da immense Geldauswertung gegeben hat, um die Staatsschulden zu finanzieren. Und das vor allem, weil eben früher immer sehr viele Kriege damit finanziert worden sind. Und das würde ich mal behaupten, das ist ja eigentlich jetzt nicht mehr gegeben, weil jetzt muss es ja wirklich irgendwo trotzdem nur sich am Markt abbilden, ob das möglich ist. Naja, dass das heute nicht mehr gegeben sei, würde ich so nicht behaupten. Also das ist schon ein Problem. Ich würde sagen, wenn man es dem Finanzminister oder dem Kabinett überlässt, das Geld zu drucken, das sie brauchen, das geht mit Sicherheit schief. Weshalb wir ja bei der Monetative denken, wir brauchen eine eben eigenständige staatliche Gewalt, die unabhängig ist von den anderen, sinngemäß so wie die Gerichte. Nicht? Die Richter sprechen Recht und nicht die Regierung und das Parlament. Und so brauchen wir eine unabhängige Geld- und Währungsbehörde, in unserem Fall würde ich sagen die Zentralbanken, die das unabhängig von Weisungen in der Hand haben müssen. So. Also das ist die Vorkehrungskonstruktion. Ansonsten möchte ich gern wiederholen, dass die Geschichte, die da erzählt wird, überwiegend nicht stimmt. Es gibt historisch sehr viel mehr Beispiele, wo staatliche Geldschöpfung stattgefunden hat, zum Wohle des Staates und der gesamten Wirtschaft. Denken Sie zum Beispiel an die Colonial Bills in Amerika, bevor sie die Vereinigten Staaten wurden. Da haben die Amerikaner aus purer Not, weil die Engländer das ganze Geld abgezogen haben, apropos Krieg und so weiter, da mussten die Geldscheine drucken. Und dann haben die verschiedenen Gouverneure der Kolonien in Amerika ihr eigenes Geld gedruckt. Und es ging schief, kleine Inflation gab es nur in Massachusetts, in allen anderen Ländern funktionierte das wunderbar. Wir haben das ungefähr hingekriegt, die Wirtschaft begann zu wachsen um 6-8% pro Jahr. Die Briten waren furchtbar neidisch und die Londoner Banker haben sich grün und blau geärgert, dass die ihr eigenes Geld drucken und nicht mehr von den britischen Banken abhängig sind und die Wirtschaft so wunderbar floriert. Und dann haben sie auf politischem Wege, Stichwort Lobbyismus, bewirkt, dass das verboten worden ist und die Amerikaner wieder von den Bankdarlehen der Briten abhängig wurden und daraufhin gab es einen Unabhängigkeitskrieg. Und es gibt mehrere Dutzend solcher Beispiele und es ist sehr gut, das zu lesen. Und das Gegenbeispiel, das man immer nimmt, fürchterliche Inflation, vor allem diese horrende massive, also die 1923, diese Hyperinflation im Deutschen Reich, die war tatsächlich, weil der Staat hatte keine Kontrolle mehr über die Bank, sondern aufgrund alliierten Rechts hatten ausländische private Banken die Kontrolle über die Deutsche Reichsbank.
Und das muss man genauer untersuchen. Und die haben gegen die Reichsbank wurde missbraucht, um Spekulationen gegen die Reichsmark zu finanzieren. Und das war eine private Bankengeschichte. Das kam von den Alliierten und nicht von der deutschen Regierung. Denn es macht ja keinen Sinn, wenn ich eine Staatsschuld habe, die ich in Goldmark bezahlen muss. Wieso soll ich da eine Inflation vom Zaun treten? Da wachsen doch meine Schulden, die ich ja mit meinem eigenen Papiergeld nicht bezahlen kann, wenn ich Goldmark bezahlen muss. Ja, da ist sehr viel Desinformation unterwegs. Diese Inflationsgeschichte muss überwiegend neu erzählt werden. Ja. Da vorne war eine Frage, Marlene. Ja, Sie haben erwähnt, dass diese hoheitsrechtlichen Aufgaben des Geldschöpfens vom Staat, also von den Behörden, in die privaten Hände übergegangen ist und das eben durch Gesetzgebung. Wie kommt so eine Gesetzgebung zustande? Haben Sie da irgendwie einen Einblick gehabt? Und da ist eine anschließende Frage, wie könnte man es wieder zurückführen? Also meines Wissens, es gibt eine ähnliche, aber nicht ganz so schroffe Gesetzgebung auch in den Vereinigten Staaten. Auch sinngemäß ähnlich in Japan. Wie das jeweils zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Was ich gewiss weiß, ist, dass der Einfluss der Banken selbst, der Bankenlobby, jedes Mal sehr groß gewesen ist. Und in Europa, wie war das nochmal? Eine Fernsehjournalistin hat einen Dokumentarfilm gedreht über das Finanzdepartement in Brüssel von der Europäischen Union, das aktuell geführt wird von dem Finnen Olli Rehn. Und diese Frau hat ermittelt, dass von 210 oder so viel, 215 dort akkreditierten Experten und Beratern oder sprich Lobbyisten sind über 200, kommen von Bankenverbänden. Und das ist so eine Information, die ich weiß das auch erst seit ein paar Monaten, aber ich meine, wenn das so ist, dann muss man sich natürlich über nichts mehr wundern. Und es ist in unseren Ländern so, dass eben heute schon, so wie in dem Bereich der Umwelt, im Bereich des Verkehrs, im Bereich der Energie, so auch im Bereich der Geld- und Finanzpolitik, ist sehr viel nationales Recht durch Europarecht vorgegeben. Und deswegen konzentrieren sich alle Lobbyisten auf Brüssel und nicht auf Wien oder Berlin oder Frankfurt. Und es scheint wohl zu funktionieren. Aber wie genau das da reingekommen ist, weiß ich nicht. Denn ein Politiker, der eigentlich außer dem Allgemeininteresse, das Staatsinteresse mehr im Auge haben sollte als das Interesse der Banken, dass der so ein ein Gesetz befördert, das die monetäre Selbstentmachtung des Staates vorschreibt. Ich wüsste auch gern, wie das zustande gekommen ist. Okay. Marlene Ganz. Grüß Gott, danke. Also für mich ist so, seitdem ich mich damit beschäftigt und desto mehr, dass ich mich darüber informiere, desto mehr wird irgendwie das, was Sie sagen, einfach für mich einfach bestätigt. Also das ist für mich halt wieder mal bestätigt worden, dass das da einfach grundsätzlich falsch rennt. Und was mir immer mehr auffällt, seitdem ich mich einfach darüber informiere, ist einfach diese öffentliche Desinformation. Also mir fällt einfach nur ein Plakat ein, wo von den Banken ganz groß dafür geworben wird, dass man sich jetzt die Kontoführung auf das Smartphone holen soll. Und auf was ich hinaus will, ist das, die Tendenz ist immer mehr das, dass wir immer mehr in dieses System eingegliedert werden, dass wir immer mehr dazu geleitet werden, dass wir Giralgeld verwenden, dass wir nur mehr mitmachen bei dem ganzen Hamsterradl, dass wir nur mehr arbeiten, nur mehr Kredit aufnehmen, nur mehr Häuser bauen und so weiter und so weiter und so fort. Und die Frage, die ich habe, ist, was daran Sie, den hier anwesenden Menschen und auch mir und allen anderen, raten? Was ist die effizienteste
Möglichkeit, wie können wir sie da dagegen wehren? Und ich möchte da aber noch anhängen, dass, also meine persönliche Meinung dazu ist, ist, dass das leider ein sehr unangenehmes Thema ist, weil das heißt ja alle, dass wir auf viel Luxus verzichten müssen, dass wir... Ich würde bitten, ja, also meine Frage, Frage ist... Ja. Wir wissen die Frage. Genau. Okay, danke. Ich glaube, ich habe die Frage verstanden. Sie gehen auf das Thema raus, dass praktisch dieses vorhandene Geldsystem einen Wachstumszwang mit sich bringt. Und das nennen Sie Hamsterradl, nicht? Konsumzwang, Arbeitsleistungszwang, Wirtschaftswachstumszwang, sowohl real als auch inflationär. Die Frage habe ich verstanden. Ich würde Sie bitten, sich mit der Antwort zu gedulden, weil das ist das Vollgeldsystem, das ich gleich vorstellen möchte, gibt eine Teilantwort darauf. Wobei ich allerdings sagen möchte, wie soll ich das mal nennen? Also, solange wir in einer... Also ich glaube, es ist nicht nur das Chiralgeldregime der Banken, das einen Wachstumszwang ausübt. Ich denke, wenn Sie ein staatlich kontrolliertes Geldsystem wiederherstellen, dass dann der Wachstumszwang noch nicht unbedingt alleine deshalb abgemildert oder außer Kraft gesetzt ist. Aber vielleicht können wir nachher darauf zurückkommen. Maria. Danke. Zuerst ein kleiner Hinweis. John F. Kennedy hat ja die Fed verstaatlicht und hat angeblich sein Leben deshalb gelassen, weil er das gemacht hat. Und gleich der nächste Präsident hat es wieder in Privathände gegeben. Frage, ist Fed und Goldman und Sachs in irgendeiner Weise verbunden? Sprich Rothschild. Und das nächste ist Zinseszinsen. Die Abschaffung von Zinseszinsen, würde das uns nicht helfen, uns ganz einfach im Volk? Danke. Das ist eine große Frage, sehr schlicht gestellt. Also wissen Sie, dass Zins und Zinseszins, diese Frage, das ist eine große bedeutende Frage, eine sehr vertrackte Frage. Ich sehe, dass das ein Problem ist und dass auch Mechanismen der Umverteilung damit verbunden sind, die allerdings, solange wir Wachstum haben und Inflation haben, gerade durch Wachstum und Inflation ein Stück weit auch neutralisiert werden. Aber ich erkenne an, Zins und Zinseszins ist ein Problem. Aber umgekehrt, ich weiß noch nicht so genau, wie ein Geldsystem und eine Finanzwirtschaft ohne Zins als Allokationsmechanismus funktionieren kann. Das heißt, nach meinem jetzigen Erkenntnisstand muss ich sagen, kein Zins ist auch ein Problem. Islamic Banking ist für meine Begriffe Umetikettierung von Dingen. Und es geht auch dort darum, dass praktisch jemand, der etwas finanziert, nachher mehr zurückbekommt, als er investiert hat. Die Regeln sind etwas anders und die Leute müssen mehr mit ins Risiko gehen. Insofern ist Islamic Banking etwas anderes. Aber ob das wirklich ein System ohne Zins ist, finde ich eine reine Interpretationsfrage. Da wäre ich sehr skeptisch. Die Fed und die Goldman Sachs und die Rothschild, darüber weiß ich im Einzelnen nicht Bescheid. Es ist aber in der Tat auffällig, dass eine ganze Reihe von amerikanischen Präsidenten und Präsidentschaftsanwärtern Opfer von Morden wurden. Alles Präsidenten, die sich für staatliches Geld eingesetzt haben, was in Amerika ja, wie ich vorhin schon darauf hingewiesen habe, eine starke Tradition hat, eine patriotische Tradition sozusagen, und in Amerika der Kampf sozusagen zwischen staatlicher Kontrolle über das Geld beziehungsweise Kontrolle des Parlaments über das Geld einerseits und Kontrolle der Banken einschließlich der privaten Federal Reserve als private Zentralbank, der Banken über das Geld im Interesse einer Plutokratie, das kann man ganz direkt so sagen, das hat in Amerika Tradition eigentlich seit Mitte des 18. Jahrhunderts, nicht? Oder so schon früher. Und wie war das? Lincoln, wie hieß der eine? Andrew Jackson, ein anderer, dessen Name mir gerade entfallen ist, sind entweder Mordanschlägen zum Opfer gefallen, also sind dabei ums Leben gekommen, oder wurden zumindest sehr schwer verletzt.
Ob Kennedy darunter fällt, weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Also entschuldige, was man dazu noch sagen kann, gerade in Amerika, auch jetzt in Europa, es ist ja schon auffällig, wie also die oberen Etagen, sowohl in den Zentralbanken als auch in den nationalen Behörden, Finanzministerium, Ministerien, wie die in großer Stückzahl zunehmend besetzt werden von Personal, das von den großen amerikanischen Moneybanks kommt oder gekommen ist. Nicht? Das gilt auch für Draghi und Monti. Und das gilt auch für die Politiker und Federal Reserve-Leute, die in Amerika zuletzt am Ruder gewesen sind. Das gibt einem schon zu denken, selbstverständlich. Aber ich weiß darüber nichts. Also, Verschwörungstheorien verhalte ich mich sehr zurück. Aber diese Zusammenhänge sind irgendwie... Ich meine, da müssen wir schon extra weggucken, wenn einem das nicht auffallen soll. Nicht? Also, da okay, da hinten daher. Ja, mein Name ist Patrick Siebel und ich habe noch eine Verständnisfrage. Sie haben vorher erklärt, dass die private Chiralgeldschöpfung der Banken ungefähr im Gleichschritt ablaufen muss. Mhm. Können Sie nochmal erklären, warum das so ist? Danke. Nun ja, weil die Freiheit der Banken, sehr, sehr viel Chiralgeld zu schöpfen auf der Basis einer geringen Menge von Bargeld und Zentralbankreserven, das beruht darauf, dass der Zahlungsstrom unter allen Banken, die Auszahlungen, und die Abflüsse und die Zuflüsse, dass die sich möglichst die Waage halten, sodass die am Ende der täglichen Verrechnungen, die Salden, die entstehen, die beglichen werden müssen, dass die nicht zu groß werden. Die Banken haben da noch einen Puffer eingebaut, das sind Interbankenverrechnungskonten. Das heißt, wenn also eine Bank am Ende eines Tages ein Zahlungsdefizit hat, in gewissen Grenzen, dann muss diese Bank, der anderen Bank, der sie diese Überweisung schuldet, das nicht unbedingt gleich in Zentralbankgeld überweisen, sondern die Banken räumen sich gegenseitig auch Überziehungskredit bzw. einen Swing ein bis zu einer gewissen Grenze und erst dann muss in Zentralbankgeld beglichen werden. Das erlaubt ihnen also schon sehr große Manövrierfreiheit. Aber wenn eben eine Bank aus der Reihe tanzt sozusagen bzw. sich massiv exponiert, während alle anderen Banken das nicht tun, dann entsteht natürlich bei der Bank, die das tut, ein großer Reservenabfluss im Vergleich zu den anderen, ob schon nur fraktional, aber doch sehr groß, sodass diese Bank sehr viel mehr refinanzieren muss, also sehr viel mehr Geld aufnehmen muss und dafür Zinsen zahlen muss, die sie ja sonst nicht zahlen muss. Und dann haben die anderen Banken gegen diese einen Bank einen sehr massiven Kostenvorteil. Und diese Bank, die das macht, sehr massiv macht und womöglich auf Dauer macht, die gerät dann ins Hintertreffen. Und das ist der Grund, weshalb die ungefähr so... Ja, ja, in Grau. Habe ich das richtig verstanden, dass als das Vollgeld oder Realgeld, was wir hatten, deswegen so inflationär werden konnte, weil es nicht mehr an den Goldpreis gekoppelt war? Hat das damit auch was zu tun und ist das eine Folge dieser Gesetzesnovelle, wo sich die Banken quasi abgekoppelt haben von Gut und Böse? Das, was Sie sagen, also Sie bringen ja eine These vor, diese These, dass also diese Entgleisung, diese neuerliche Entgleisung des Geldbanken und Finanzen, dass das Ende des Goldstandards daran schuld sei. Da gibt es eine zeitliche Koinzidenz, sodass man diese These aufstellen könnte. Ich selber denke es nicht, weil ein Blick in die Geschichte zeigt, dass solche Krisen auch aufgetreten sind, als es Goldstandard gegeben hat, mehr oder weniger strikt.
Man kann das auch mit anderen Dingen in Zusammenhang bringen. Zwei Dinge sind zum einen, die seit Beginn des Bretton Woods-Systems, also seit der Nachkriegszeit verfolgte, massive Deregulierung des internationalen Geldbanken- und Finanzwesens. Wenn schon, würde ich eher da einen Grund suchen. Und das hat man vollzogen zusammen mit der Entwicklung des GATT, was heute die Welthandelsorganisation ist. Und man hat also Schritt für Schritt die Konvertibilität der Währungen und also immer mit dem Dollar als Leitwährung und der freie Zahlungs- und Kapitaltransfer rund um die Erde, alles auf Telefonanruf oder Knopfdruck inzwischen nicht und so weiter. Ich glaube, dass das zusammen auch mit der Informations- und Kommunikationstechnischen Revolution aus den 70er Jahren heraus, das scheint mir ein plausiblerer Grund zu sein. Ein anderer Grund ist einfach, ich bin ja auch Soziologe im Sinne der Mannheimschen Generationswechseltheorie. So bis etwa in die 50er, 60er Jahre hatten die Eliten noch eine Erinnerung an die 20er und 30er Jahre und hatten, verzeihen Sie die saloppe Ausdrucksweise, aber hatten die Hosen voll noch. Also die wussten, was passiert, wenn man zu risikofreudig wird, sagen wir es mal so, nicht? Dieses Wissen verdünnisierte sich allmählich und auch vor dem Hintergrund des sogenannten Wirtschaftswunders war dann vielleicht auch eine ganz neue Risikobereitschaft entstanden, Generationenwechsel und eben auch ein Paradigmenwechsel. Bis dahin hatte man als Folge auf die schwere Krise gab es nicht mehr diesen Free Banking Impuls und diesen liberalen Impuls, die Märkte richten das schon und so weiter. Die österreichische Schule geriet vorübergehend in die Defensive. Es herrschte dann Keynesianismus, Staatsintervention und Keynes war ja durchaus auch ein Befürworter von staatlich kontrolliertem Geld. Die Bank von England hat bis in die 70er Jahre hinein Kreditplanung betrieben. Sie hat ganz massiv den Banken Vorschriften gemacht, hat eine Kreditplafonierung betrieben für die verschiedenen Kreditgeschäftssegmente. Das ist etwas, was heute völlig unvorstellbar ist. Wenn Sie das heute vorschlagen, dann ist das so kommunistische Planwirtschaft. Die Engländer haben das bis in die 70er Jahre hinein gemacht. Und alles das fiel weg. Im Übrigen fiel auch im Laufe dieser Jahrzehnte wesentliche Teile der sogenannten Trennbankenordnung in Amerika, die man in den 30er Jahren eingeführt hatte. Die wurde schrittweise aufgeweicht und das fiel auch in diese Zeit. Also ich denke, da Paradigmenwandel, Generationenwandel, Deregulierung und ja. Ja, ich sehe, es gäbe noch viele Fragen, aber leider zeitlich geht es sich nicht mehr aus. Wir kommen nun zum zweiten Teil, nämlich zur Lösung.